Aber halt doch mal an, ich muss hier eine Quest beenden. Das Licht heißt euch willkommen, Champion. Ich fühle Sera in der zentralen Kammer. Ja, ja. Dem Licht sei Dank. Wir sind noch nicht zu spät. Wir glitzern so komisch auf dem Boden. Ich wurde in eine Zelle gesperrt, weil ich gegen ihren Wunsch die Leere erkundet habe. Legt sie mich wieder in Ketten? Oder schlimmer? Sera wird sehen, dass du dein Leben für sie riskiert hast. Sie wird wieder an dich glauben. Ich weiß es. Naja. Ich hab da so meine Zweifel. Und du bist? Achso. Sera, sorgt euch nicht. Ihr seid in Sicherheit. Kommt, Champion, helft mir, sie zur Vindikar zu führen. Dann können wir diesen Ort verlassen. Kannst du nicht einen deiner komischen Teleportationszauber machen? Ja, dann halt nicht. Immer muss ich hier die Drecksarbeit machen. Sehe ich so aus wie ein Praktikant? Hallo? Weißt du, was ich schon alles besiegt habe? Da träumst du von. Ja, und dann bin ich hier, um Steine hinzusetzen. Ich glaube, es hackt. Yay! Hallo, ich habe dich angesprochen. Die Armee des Lichts ist bereit. Ah ja, okay. Wir kämpfen für, ich nehme das mal mit, wir gehen. Unsere Familie. Unsere Truppen werden die Xene da sichern. Wir haben zwar ihre wertvollste Fracht, aber das Schiff darf nicht in die Hände der Legion fallen. Platziert den Signalgeber an meiner Position. Wir kehren nach Hause zurück. Okay. Wenn der das sagt, das wird bestimmt schon stimmen. Yay! Oh, ich bin nicht tot. Ja, manchmal springe ich mit Absicht irgendwo runter, um zu sehen, ob ich dadurch sterbe. Ob es tief genug ist. Das ist völlig normal. Mache ich ständig. Wir kämpfen gemeinsam. So. Sprech mit Turalion. Okay. Machen wir. Wir dürfen jetzt nicht. Wir sind gesegnet, ein weiteres Mal eure Präsenz zu spüren, Sera. Turalion, ihr habt den Auserwählten gefunden. Illidan, von Kindesbeinen an verhieß das Licht eurer Augen eine solch strahlende Zukunft. Dieses Geburtsrecht habe ich vor langer Zeit geopfert. Wünscht ihr nicht, wieder zu erlangen, was verloren wurde? Wieder eins zu sein? Ich wünsche mir nur das Ende der Legion. Mein Kind, ihr habt so viel geopfert für so wenig. Euer wahres Potenzial, eure Erlösung liegt vor euch. Entsagt eurer gebrochenen Gestalt und empfangt die Kraft des Lichts. Ich habe schon einmal meine Freiheit für Macht verkauft. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Euer altes Leben ist vorüber. Das Licht wird euch ein neues schmieden. Das bestimmt nicht ihr! Das Licht wird eure Narben heilen. Ich bin meine Narben! Euer Schicksal ist
das Licht. Mein Schicksal bestimme ich! Ihr habt uns verdammt! Euer Glaube blendet euch. Es darf keinen Auserwählten geben. Nur wir können uns selbst retten. Also ich hätte das Licht auch nicht empfangen. Finde ich nicht gut, ja? Ich wäre bei der dämonischen Macht geblieben. Na, also wirklich, das Licht. Wie oft einen das Licht im Stich lässt, ja? Allein schon beim nächsten Stromausfall. Was bleibt, ist Dunkelheit. Ich meine ja nur. Nicht alle, die umherwandern, haben. Ach ja, ach ja. Das Licht stirbt nicht mit der Höchsten der Naru. Es erstrahlt in jedem von uns. Ach, Bullshit. Höchstens, wenn du Uran gefressen hast. Unsere Sache. Wir müssen noch immer eine Welt retten. Es muss weitergehen. Elira, was hast du dazu zu sagen? Die Mission ist noch nicht gescheitert. Okay. Weiß Bescheid. So. Ich leihe euch meine Stärke. Ja, dann mach mal. So, und eine Quest haben wir noch da unten. Holen wir uns. Mein Gut, ne, Elira hätte Xera nicht unbedingt vernichten müssen. Ja. Sehe ich ja ein. War vielleicht ein bisschen übertrieben. Was? Wählt eine Macht der Vindica aus, die er auf Argus verwenden möchte. Aha. Auf die Vindica, damit sie ein strahlhalligen Licht auf eure Gegner. Ach so, hier, wie aus der Garnison hier, so eine komische Fähigkeit. Okay. Mach das mal dahin. Ist okay. Meinetwegen. Wenn die sonst kein Problem haben. So. Ich hab so ekelhaftes Licht unter mir. Nee, mach mal weg. So. Ja, nachher fange ich mir noch was ein. Ah, ist ja widerlich. Seid gegrüßt. Komm mir gar nicht in die Tüte. Ich will spätestens ab dem Tag, ja, wo Untut Paladin werden, ja, glaube ich, brauche ich irgendwie einen Klassen Reroll oder so. Rassen Reroll, ja. Du Rassist? Nein, Klassist. Unsere Zeit ist gekommen. So, Quest complete. Und das nächste sollen wir da hinten hin. Okay. Ich geh da mal. Da, ne? Bin ich hier richtig? Ja, aber... Was? Da sind noch Lichtüberreste. Wo sind denn da Lichtüberreste? Also, außer die sind dabei bei ehemals Xera noch so am Rumliegen. Hab ich so gar nicht gesehen, weil man diesen blauen Questbereich-Kreis hier kaum sieht, weißt du? Verdammt, wieder nicht geschafft, rüber zu springen. Sowas aber auch. Dann sammeln wir mal diese komischen Brocken hier ein. 3 Stück an der Zahl. Oh, ich habe Zähre aufgesammelt. Wir können sie wieder zusammenbauen. Das ist eine legendäre Quest. Okay. Bringt die Essenz des Lichts in den Lichtkegel ein. Ja, 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 mach mal. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber das wird schon. Mag gebrochen sein, aber ihr Licht hat uns nicht verlassen. Doch. Noch nicht.
Ihr Licht darf nicht in die Finsternis stürzen. Wir müssen im Tiegel sicher aufbewahren, so viel wir können. Mhm. Okay. Arbeit ist verbracht. So. Hallo. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Okay. Nicht alle. Die Legion ist in eure Welt einmarschiert. Nun seht euch ihre an. Das Herz der Legion. Schon bald werde ich es ihr herausreißen. Gut. Ich gehe trotzdem erstmal dahin, weil wir haben da noch eine Quest. Bevor ich wieder meinen Quest-Log so zumülle. Oh, super, wir haben eine Weltquest. Das liebe ich ja. Und für ihn hier soll ich irgendwelche Astralwinde einsammeln? Ich habe aber keine Ahnung. Ach, das ist die Weltquest. Ach so. Ach so. Okay. Wie sehen denn diese Astralwinde aus? Auch immer so die guten Kommentare sind halt sowas wie, benutzt mal ein anderes Mount. Das sind Kommentare, du, ne? Klar. Ich wechsle ab sofort, ne? Jedes Mal, wenn ich aufmounte, benutze ich einfach ein anderes Mount. Oder nicht. Oder doch. Oder vielleicht. Eventuell. Ich bin schon wieder raus aus dem Weltquestgebiet, ne? Das muss alles hier sein, okay. Nein, nicht das. Wo ist es denn hier? Wie heißt hier die Ortschaft? Steht hier gar nicht. Und ich dachte, dafür irgendwas benutzen muss, was ich jetzt einfach noch nicht sehe. Oder ich muss in irgendwelche Höhlen rein. Ich bin einfach wieder zu doof. Ich bin hier, um meinen Platz an eurer Seite. Was sagst du denn dazu? Was wünscht ihr? Seid ihr hier, um Vorräte abzuliefern? Ach so. Seid auf der Hut. Ist das etwas, das muss man keine Ahnung wo sammeln? Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Na dann. Na dann, wenn die das meinen, ja, dann wird das schon so sein. Okay, auf ins nächste Gebiet. Yay! Keine Ahnung, es sah jetzt halt nach einem Item aus, keine Ahnung, wie diverse andere Handwerksmaterialien, wie zum Beispiel Stoffe halt irgendwo gesammelt werden können. Ich könnte mich aber auch irren. Haben sie meiner Welt angetan. Ja, das, was die halt verdient haben und so. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Mein Glaube ist mein Schild. Ja, super. Komm, das ist ein sehr gutes Schild. So. Hier haben wir wieder einen Teleporter, den wir platzieren können. Sollte reichen. Ich füge die Koordinaten unserer Signalmatrix hinzu. Mhm. Da ist ein Schatz. Ein Schatz.
der meinen Namen trägt. Oh, komm. Haben wir wieder Kataklysmenzeiten? So. Mhm. Na, immerhin. So, dann gehen wir mal bei Herrn von und zu Turalion mal die Quest ab. Chronaki Christor wandelt im Licht. Unsere Truppen sind dem Feind zahlenmäßig unterlegen. Unterstützt sie so gut ihr könnt. Aleria hat den Oberbefehl dort. Sie kann euch sagen, wo ihr gebraucht werdet. Ja, kann man machen. Was gibt das hier? 70 verschleiertes Gedöns. Oh, 413. 413 Millionen Artefaktmacht und hier gibt es 70. Ich würde sagen, keine Ahnung. Mache ich jetzt was mit Artefaktmacht oder mache ich dann doch eher die Splitter? Hm. Ach, ich habe keine Ahnung. Das wird schon. Erstmal hole ich mir einen Schatz, der ist wahrscheinlich da irgendwo oben drauf, ne? Wo ich wahrscheinlich nicht so gut hinkomme. Mhm. Ich liebe es. Eigentlich muss ich nach da unten hin, um mit Aleria zu sprechen. Fliegt denn eine Kriegspanzerung nach Antorus? Ist das eine Kriegspanzerung? Ja. Und die kann ich nicht benutzen. Gar nicht. Unsere Gegner in Antorus müssen erkennen, dass sie vor unseren Angriffen nicht sicher sind. Nehmt eine Kriegspanzerung und attackiert Ziele hinter den feindlichen Linien. Das war noch nicht die feindliche Linie. Okay. Na, meinetwegen. Frage ist, eigentlich muss ich ja nichts töten. Eigentlich muss ich nur irgendwo hinfliegen. Weißt du? Hm. Sowieso zielen ist mit so einem Ding immer so ein bisschen fragwürdig. Ach, jetzt muss ich was töten. Okay. Also hätte ich vorher nichts töten müssen. So, halt erst jetzt. Das leuchtet so, als würde man damit irgendwie interagieren können, aber geht gerade gar nicht. Obwohl, ich muss zerstören. Die Frage ist halt, wie? Das Ding hat wahrscheinlich eine furchtbare Hitbox oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Achso. Es bekommt Schaden, aber halt nur, wenn man irgendwie nach unten zielt hier. So. Yay. Ich habe einen Erfolg gekriegt, was? Tötet 100 nicht-triviale Dämonen in Krokun, Megari und der Antorischen Ödnis. Habe ich das getan, ja? War das ein nicht-trivialer Dämon passiert? Ich bin halt Profi. Man merkt es. Immer wieder. Ich hab dich im Visier. Manchmal fällt ihr auch einfach so vom Himmel. Da! Bevor ich draufschießen konnte. Schweinerei! Ich fühle mich verarscht. Kann ich jetzt gehen? Nein, ich muss noch Sentinax töten. Wo ist denn Sentinax? Wo oder wer oder was ist denn Sentinax? Ach, das da hinten. Ah, okay. Möchte gern Sternzerstörer.
Können wir das schaffen? Ich glaube, ich habe es geschafft. Mission erfüllt und bringt mir dazu die Kriegspanzerung unversehrt zurück. Ja. Ein wahres Wunder. Ja, finde ich auch. Sollte ich öfter machen, ne?